Willkommen zu maschinenorientierten Programmieren zu Übung 3.7. Hier soll ein Programm zur Umrechnung von Grad Celsius in Fahrenheit schreiben. Und dazu sollen wir erstmal eine Umrechnung vornehmen, eine Funktion angeben, die die Umrechnung vornimmt. Die Funktion soll toFahrenheit heißen, hat natürlich als Rückgabewert eine Gleitkommazahl. Ich nehme doppelte Genauigkeit. Und der Parameter ist unsere Temperatur in Celsius. Ich kürze sie mit TC ab. Das Schöne bei Gleitkommazahlen ist, wir müssen ein bisschen auf die Assoziativität der Berechnung achten, also nicht große und kleine Zahlen mischen. Aber im Prinzip brauchen wir uns keine Gedanken bei der Division machen, wie bei Integer, dass irgendwas abgeschnitten wird. Das heißt, wir können die Formel einfach übernehmen und ich würde gleich die Formel zurückgeben. Wir haben hier 9 Fünftel TC, also 9, Achtung, wir müssen Gleitkomma rechnen, 9 durch 5 gebe 1, also 9.0 durch 5.0 mal die Temperatur in Celsius und wir müssen noch 32 drauf addieren, 32,0 und damit ist unsere Formel zur Berechnung fertig und die Funktion rechnet Celsius in Fahrenheit um. In der zweiten Teilaufgabe heißt es jetzt, wir sollen ein kurzes Testprogramm schreiben. Das Testprogramm soll so lange Temperaturen in Grad Celsius von Tastatur einlesen, bis eine negative Temperatur in der Fahrenheit-Skala erreicht wird. Die eingelesene Temperatur soll mit printf auf zwei Nachkommastellen ausgegeben werden. Also, wir brauchen eine Variable, nämlich die Temperatur in Fahrenheit. Die kann ja negativ werden. Ich initialisiere mal mit 0. Brauchen wieder eine Schleife. Das ist genau das Gleiche. Wir machen einfach eine Do-While-Schleife. Wir müssen ja mindestens einmal etwas einlesen. Wir brauchen die Temperatur in Celsius. TC ist gleich 0.0. Und ich würde jetzt wieder den Rückgabewert von scanf nicht prüfen. Also einfach davon ausgehen, dass die Eingabe korrekt ist. Wir lesen eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit ein. Das heißt, Sie müssen aufpassen, wir brauchen L für Long, LF beim Einlesen und Kaufmanns und TC. Und wir geben die Temperatur aus, müssen Sie allerdings erst in TF uns speichern, also to Fahrenheit TC. Und ich gebe jetzt mal einfach Prozent .2F Grad Celsius ist Prozent .2F Grad Fahrenheit und noch einen Zeilenumbruch. Und wir brauchen die Parameter, das ist, ich gebe mal Celsius zuerst und dann die Fahrenheit aus. Und damit ist die Schleife auch schon fertig. Wir machen das Ganze, solange unsere Temperatur in Fahrenheit größer als 0. Also wir müssen jetzt hier keine Betragsbildung betrachten. Wir wollen ja einen ganzen Bereich prüfen. Ist der F größer als 0 oder kleiner 0? Natürlich könnte es durch einen Rundungsfehler gerade negativ werden, obwohl das Ergebnis eigentlich noch positiv wäre. Aber bei größer, kleiner Vergleich wird bei Gleitkommazahlen kein Epsilon normalerweise gebildet. So, dann wollen wir das ausprobieren. Okay, es muss natürlich Prozent LF heißen. Wir brauchen immer einen Platzhalter, sonst müsste ich L und F eingeben. Jetzt sollte das passen, genau. Starten wir das Programm. Mal ganz einfach 100 Grad. 100 Grad Celsius sind 212 Grad Fahrenheit. Das klingt gut. Das weiß ich zufällig. 32 Grad Celsius, okay, ist irgendwas. 0 Grad Celsius, das weiß ich auch, das sind die 32. Sehr logisch, die werden drauf addiert. Das heißt, irgendwas Negatives minus 32, ja, das passt, ist negativ und die Schleife hört auf. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank.